Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Serials und ich nehme euch wieder mit auf eine Runde Scum. Und ich bin ja schon mal so prinzipiell gespannt, wer da mir vielleicht entgegenkommt oder auch nicht. Mal schauen. Das so mal aus. So, Della. Dann haben wir das. Okay, so sieht's also aus. Tim, Tim. Naja, Tim erstmal und dann Show Player. Location false. So, dann sehen wir auch nicht mehr, wo die anderen Spieler sind. Na, mal schauen. Muss sie sich alle rumtreiben. Okay. Nichts Weltbewegendes. Was haben wir denn jetzt eigentlich an Gewicht? Oh. Ziemlich gut. 44 von 44. Aber wir haben soweit alles dabei, was man dabei haben kann. Naja, falls mich einer abschießt, darf er das natürlich behalten. Keine Frage. Aber so einfach wird das nicht. Die Frage ist nur, wo die meisten dann wahrscheinlich sind. Flughafen. Wird sich kaum einer hintrauen. Große Stadt vielleicht. Dann würde ich doch einmal sagen. Oh, Teleport. Wo starten wir unsere Hasenjagd? Spieler wissen ja nichts von ihrem Glück. Würde ich doch einmal sagen. Würde ich sagen, gehen wir doch einmal hin. So. Starten wir da. Also ich habe jetzt mal die Stadt hier ausgesucht. Klar, ist in der Safe Zone, da kann man noch nicht viel passieren. Ich kann aber anderen auch noch nicht arg viel machen. Ja, hier war mal eine Base. So sieht es aus, wenn man sich nicht mehr darum kümmert.
Also für alle Anfänger jetzt nochmal, dass ihr mal seht. Voilà. Ja. Wie es ist, wenn man mal 4 Wochen bei uns auf dem Server sich nicht mehr blicken lässt. Oder wenn, dann eben nur, um dann die Fahne quasi zu erneuern. Ist aber alles gelockt, denke ich mal. Ja, also so kann es gehen und deswegen, ja, also hier könnte ich jetzt theoretisch die Kiste ja mitnehmen, ne? Auch wenn sie versperrt ist, kann ich sie natürlich verschieben. Aber so einen Schrank kann ich nicht mitnehmen. Ja, deswegen ist es intelligent, in seine Bude Schränke zu bauen. Weil hier in der Safe Zone kann man sie leider auch nicht aufknacken. Kann man höchstens übernehmen. Passt das? Nee. Leider nicht. Geht ja nicht. Ich muss mal daneben. Vielleicht braucht's ja jemand. Du-di-du. Du-di-du. So, Dela. Machen wir es hochoffiziell. Langt nicht. Muss ich mal schauen, dass das alles auch Sinn macht. Alles nicht so einfach hier als Admin.
Die denken schon wieder, ne? Ich du wieder bescheißen hier. Aber ich glaube, ich habe wieder zu viel eingepackt. Also, ich kann wirklich die Spieler nicht sehen, ne? Ich weiß nicht, wo sie sind. Die Bilder mich. Ja, nach Süden. Komm her, Zombie und... Naja, zumindest kommt hier mal ein bisschen Bewegung ins in den Chat rein. Also Hans Hermann ist schon ein guter PvPler, also da bin ich mal gespannt, ne? Ob das so hinhaut. Aber wie gesagt, sieht schon fein aus, ne? Also vier Waffen-Repair-Kits, eine UMP, drei volle Magazin, eins ist natürlich drin. Die Honigwabe, da sind sie alle scharf drauf. Ja. Wie sieht denn eigentlich mein Stoffwechsel überhaupt aus? Ja, komm her. Sowas von. Oh. Zombies dürfen hier nicht mitspielen. So, ah, die Grenze haben wir fast hinter uns.
Brauchen wir ein bisschen Ausdauer. Machen wir das Ganze interessanter. Schau. Name Templates. Oh, false. So. Ja, ja, doof, wenn ich dann einen sehe und sehe seinen Namen. ...1043 Ruhmpunkte, wow. Dann würde ich mal sagen, machen wir Set Fame Points 5000. Sagen wir mal auf Serials Flop. Naja, eben Hans Hermann kann man Scherze machen. Oh, wir sind gleich in Brückenstadt. Bevor wir da reingehen, noch einmal hinlegen. Das ist natürlich Sniper Eldorado hier. Aber ich vermute mal, dass die alle im Süden unten sind. Das wird heftig. Das wird heftig. So, gehen wir davon aus, dass es Nacht wird. Setzen wir gleich einmal hier die Guckgläser auf. Ja, komm her, Mütchen, auf uns wegbischt.
Natürlich gehen wir hier jetzt rein ins Haus. So, das müsste man eigentlich. Dann das schon haben. So, da latschen wir jetzt einfach einmal quer über die Map. Durch die Wallerei. So, wie sieht's denn aus? Da seht ihr, ich trage die nur mit mir rum und die hat jetzt schon 4%, ne, 3% verloren. Und auf 99 war sie, ja. Habe ja meine Angelutschte mitgenommen. Das wissen aber die alle nicht.
So, dann sehen wir zumindest mal was. Machen wir es einmal fair. Road. Set. Time of day. Machen wir mal 5. So. Ich mach mal F3. Zack. Soll ja keiner sagen, sie kann nur am Tag kämpfen, ne? Ich bin der beste Noob im PvP hier auf dem Server. Also hallo.
Also, jetzt gehen wir hier zumindest mal, was Zombies angeht, in ein gefährliches Gebiet. Wölfe. Dann nehmen wir die hier. Haut bloß ab, ihr Wuffis. Also Schalldämpfer habe ich drauf, und zwar ein Original. Der ist zwar nicht ganz so gut wie der blaue Ölschalldämpfer, aber hey, immerhin. Machen wir mal ein paar Abkürzungen hier. Quer durch die Walachei. Also mit Shift und linke Maustaste können da die Schussfolgen auswählen. Einzelschuss, Schuss, Salve oder Dauerfeuer. Aber mit 30 Schuss im Magazin ist Dauerfeuer nicht ganz so spaßig.
Natürlich gebe ich den anderen Spielern ein paar Tipps, wo ich bin, sonst suchen die sich ja tot. Und wer meint, dass ich hier ein bisschen bescheiß oder so, kann ja dann gern das Video am Samstag ansehen. Gehen wir mal über die Berge. Sollen ja auch ein paar Sektoren mitgenommen werden. Und dann könnte man am Flughafen vorbeigehen. Ja. Also Safe Zone werde ich erstmal gekonnt umgehen. Hehe. So, jetzt brauchen wir erstmal Ruhe. Ja, bin aber schon ein ganzes Stück gelaufen wieder noch. Aber ihr könnt ja, wenn euch das Video gefällt, ein Like da lassen in der Zwischenzeit, wo ich mich ausruhe. Da verpasst ihr erstmal nichts. Und rechts unten in der Bildschirmecke seht ihr auch einen Button. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr auch abonnieren. Falls der Abo-Button unterhalb des Videos euch ein bisschen zu weit weg ist. So. Dann laufen wir mal weiter. Das wird Ausdauer kosten. Geh mal lieber seitlich. Also die MK18 ist eine sehr schöne Waffe. Die hat die kybernetische Kraft einer M16, aber sie streut nicht so. Also gerade wenn ihr noch Scharfschützen-Skill weit unten habt,
Ist die MK18, sei mal, der M16 zu bevorzugen. Allein wegen der Streuung. Munition ist ja die gleiche. Aber so habe ich zumindest eine Chance, zumindest dann auch meinen Gegner zu treffen. Wie gesagt, PvP-Noob. Guck mal, der butscht sogar. Schon wieder Wölfe. Das mal wieder hinlegen. Ohne Ausdauer geht natürlich nichts. C2, okay. Was machen wir da dann? Ja, wie jetzt? Okay. Also das solltet ihr nicht machen. Das mache ich jetzt auch nur, weil es dunkel ist. In der Hoffnung, dass jetzt hier keiner runtergefahren kommt. Der Eddie wird mich eiskalt mit dem Pickup überfahren. Der war aber bestimmt weit weg. Shift und R. Oh, da haben wir nicht mehr viel Schuss. Tun wir mal wechseln. Gehen wir jetzt. Wir gehen weiter. Von oben sehen wir besser. Ah,
Aber ihr seht also im Dunkeln hier durch den Wald kann ohne Nachtsichtgerät böse enden. Aber ihr könnt es ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr so Jagd-Events prinzipiell gut findet oder weniger gut. Schon wieder Wölfe. Alter, das. Da haben wir das Dorf. Nur mal reparieren. Oh, 95%. Also wenn jetzt hier ein Auto vorbeifährt, baller ich drauf. Boah, ihr könnt schön Überfall machen.
Muss ich mir ein bisschen Deckung suchen, weil ich muss mich gleich verbinden. Also, wie gesagt, hier ist die Karte. Ich sehe die Spieler nicht. Das habe ich schon gedacht, der Ast wäre ein Zombie. Halleluja, schieb ich Paranoia hier. Ja, da muss man dann mal loslegen, ne? Die gehen wir mal zum Flughafen runter. Vielleicht finden wir da den einen oder anderen. Dum, die dum. So. Dann schauen wir mal. Ah. Bin nun mittig B2. Was haben wir an Schuss? Shift und R. Nimm mal füllen, ne? Das war leer, das Magazin. Na toll. Na bravo. Ich stolziere rum mit einem leeren Magazin, einer leeren Waffe im Anschlag. Das kann ja nur mir passieren. Ist ja mal wieder typisch. Aber zum Glück habe ich nachgeschaut. Also Shift und R nicht vergessen. So, dann würde ich mal sagen, tun wir die hier mal weg und tun die hier drauf.
Aber ihr habt gesehen, ich hätte eigentlich treffen. Och, leck mich doch am Arsch jetzt. Warum hat der mich jetzt getroffen? So gewinne ich doch keinen Krieg. Wunden versorgen. So. Ich bin ja so schusselig heute. Steuerung eindrückt und gehalten, dann holt er tief Luft und dann habt ihr bessere Schusswahrscheinlichkeit. Die Frage. Hier runter oder dort runter oder am anderen am östlichen Ende runter. Das nochmal, ich glaube. Shift und Rad hoch oder runter. Könnt ihr dann eure Entfernung einstellen. Entfernung messen, war glaube ich Alt und hier runter. So.
So, jetzt habt ihr gesehen, wenn ihr Batterien dabei habt, wie ihr das Nachtsichtgerät laden könnt. Das sind diese vier Balken rechts oben unterhalb der Rumpunkte. Lass mal laufen. Hat einer weit draußen geschrien. Wir sind jetzt ja auch mitten im Bärengebiet. Also bin ich selbst schon durch Bären kaputt gegangen. Schweinchen, komm nicht auf komische Gedanken. Ich will dich nicht töten. Also ihr seht, die MK18 ist eine relativ gute Waffe. Oder 14 Schuss noch. Da schauen wir mal. Okay. Wir haben jetzt noch. Oh, Snick. Oh, sie ist Snick. Oh, einen neuen Spieler. Kann das sein? Also, willkommen auf unserem Server. Ja? Sie Marcel? Okay.
Oh, da ist ein Busch. So, dann würde ich mal sagen, für den ersten Teil der Hasenjagd-Folge bedanke ich mich beim Zuschauen. Wenn ihr noch keinen Like dagelassen habt, tut es jetzt. Wenn ihr noch kein Abo habt, tut es jetzt auch. Ja, kostet euch nichts und mir hilft's. Ja. Ich würde mich also über jedes Abo und Like freuen, das ihr hier an meinem Kanal dann hinterlasst. Und wenn ihr Lust habt, schaut einfach beim zweiten Teil vorbei. Ja, also es wird ja noch ein bisschen weitergehen. Nur möchte ich halt nicht unbedingt eine 3-Stunden-Folge machen, wo ihr dann nur seht, wie ich hier mich durch die Wälder kämpfe. Ja, deswegen machen wir jetzt hier einen Cut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch dabei seid. Und bis dorthin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Sirels ist unterwegs in Scum. Bye bye.